Herzlich willkommen, liebe Freunde vom Fundcast hier auf sozialmarketing.de. Nach langer Zeit endlich mal wieder eine neue Folge mit einem sehr speziellen, besonderen Gast, denn ich melde mich hier aus Wien vom 20. österreichischen Fundraising-Kongress. Und Günther, vielen Dank, dass du der erste Gast hier beim Fundraising-Kongress beim Fundcast bist. Günther, herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke, 20 Kongresse, das ist eine ordentliche Zahl schon. Wie siehst du denn so die Entwicklung, beziehungsweise jetzt der 20. Kongress? Was ist da das Besondere? Ist es überhaupt was Besonderes für dich persönlich, aber auch für die Fundraising-Welt hier in Österreich? Naja, es ist schon was Besonderes. Einerseits, ich meine, 20 Jahre, man schaut ein bisschen zurück und sieht, wie einfach handgestrickt die ersten Kongresse waren. Mhm. Haben sich einen Tag zusammengesetzt, eine Handvoll Leute, und hat gesagt, das war der Kongress. Heute haben wir einen neuen Rekord, über 300 Teilnehmer sind heuer am Kongress. Wir haben wieder internationale Beteiligung, das freut uns natürlich sehr, dass das auch ankommt. Und es zeigt aber eins vor allem, dass wir eine wachsende Community haben hier in Österreich und einen wachsenden Bedarf auch an Ausbildung für Fund- und Fundraiserinnen. Du hast eben in der Podiumsdiskussion schon gesagt, ihr habt dieses Jahr wieder viele neue Organisationen. Was ist das für eine Entwicklung? Wir haben zwei große Entwicklungen. Einerseits sehen wir, dass viele staatliche Einrichtungen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Museen ihr Fundraising beginnen oder professionalisieren. Das heißt, wir haben von dieser Gruppe sehr viele Beteiligte, neue Beteiligte auch da, neue Mitglieder auch, die beim österreichischen Verband auch Mitglied geworden sind. Und das andere sind kleine Organisationen, die sozusagen abseits der großen, bekannten Hilfsorganisationen tolle Projekte machen und natürlich auch um das Fundraising jetzt lernen wollen. Okay. Das Thema der Podiumsdiskussion eben war Fundraising 2020. Am Ende durfte jeder der Teilnehmer auf dem Podium nochmal sagen, so ein kurzes Statement, und was so die Hauptkanäle denn sein werden. Kannst du das vielleicht nochmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wiedergeben oder erzählen? Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen in den Kanälen, wir sehen das ja auch auf der europäischen Ebene, das Mailing hat Bestand, Unternehmen beginnt face-to-face, also alles, was in Dauerspender, direkte Spende geht, gewinnt in vielen Ländern Europas an Wichtigkeit, und das wird ein ganz, ganz massiver Kanal sein der Zukunft. Online, unser sozusagen heftig diskutiertes Thema, ist nach wie vor noch immer auf einem sehr niedrigen Level. Ganz wenige Organisationen in Österreich machen wirklich damit viel Geld, wenn man das so sagen darf. Und das Zweite ist, ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die ich auch mitnehme von der Diskussion. Kooperation, vor allem für die kleineren Organisationen, wird notwendig sein, einfach auch um dieses Economic of Scale zu schaffen. Die Kosten galoppieren im Fundraising, und alleine eine kleine Organisation bei dem jetzt dichten Markt, den wir in Österreich haben, wird nicht ausreichen. Wir brauchen mehr Kooperation, und wir werden versuchen, von Seiten des Verbandes auch unterstützend tätig zu werden. Okay. Jetzt vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die nächsten zwei Tage, heute, morgen und übermorgen dann die Masterclasses. Was sind so Highlights? Was sollten wir mit dem Fundcast auf jeden Fall irgendwie nochmal rüberbringen? Was gibst du mir für Tipps? Ich finde es spannend, sozusagen das Fundraising ein bisschen zu erweitern auch. Einerseits haben wir es mit den Keynote-Speeches auch schon gemacht, mit John Bagley, der, glaube ich, ganz gut auch gezeigt hat, wohin die Trend auch international geht. Auch morgen mit Ken Phillips, einem alten Kollegen aus meiner WWF-Zeit, der international tätig war, auch für das Rote Kreuz und andere. Für mich spannend wird auch ein Workshop sein, den wir morgen haben, und zwar von einem Consultant aus Amerika, der europäischen NGOs, deutschen, Schweizer, holländischen, englischen, hilft, den amerikanischen Stiftungsmarkt zu erreichen. Und ich denke, dass dieses Know-how auch, wie spezifisch kann man herankommen an die großen Stiftungen in Amerika, durchaus etwas Interessantes auch für österreichische Organisationen sein kann. Vor allem, einen kurzen Nachsatz nur, vor allem, da wir wissen, dass ungefähr 25 Organisationen in Österreich jetzt Geld bekommt, aus amerikanischen Stiftungen, und einen durchaus interessanten Betrag von etwa 25 Millionen Dollar der letzten Jahren. Das ist schon ganz gut, aber ich glaube, dass da noch viel möglich ist. Da ist noch viel Luft nach oben. Da ist noch viel Luft nach oben. Vielen Dank, lieber Günther. Alle, die nicht hier sein können, schade, aber verfolgt die Fundcasts oder die Blogbeiträge, die es dann im Nachgang von der Konferenz gibt. Und für alle, die hier sind, auf die freue ich mich sehr, auf viele Gespräche, und du dich wahrscheinlich auch. Gerne. Vielen Dank nochmal, Günther. Ja, danke fürs Kommen. Danke.